Hallo zusammen, liebe Zuseher vom spirituellen Heute-Journal. Und heute gibt es eine Fast-Premiere. Die einen oder anderen, die den Kanal schon länger verfolgen, werden vielleicht sagen, diese Dame haben wir schon mal irgendwo gesehen. Und ich kann euch sagen, wo das war. Es war bei der letzten Wurzelheimatstaffel. Und zwar mit dem Titel Wenn die Seele weint. Eine sensationelle Sendung, die sehr gut angekommen ist. Eileen Meyer, die hat nicht zufällig den gleichen Namen als wie ich, sondern ist meine Tochter. 22 Jahre. Und ich habe gesagt, Eileen, jetzt wird es Zeit, dich noch mehr zu outen. Die Eileen ist eine sensationelle, ja, Telepathie-Kommunikatorin, medial extrem gut veranlagt. Channeling mit allen möglichen Existenzebenen, aber heute sprechen wir über telepathische Tierkommunikation. So, ich werde mal hier versuchen, wenn jemand live dabei ist, auch Fragen zu beantworten. Ich hoffe, das klappt irgendwie, sehe ich die da noch nicht, aber das wird mit Sicherheit noch. Und Eileen, herzlich willkommen. Hallo, danke. Genau, wird spannend, ja. Warum steht denn der Feverwerk bei dir im Untertitel? Feder heißt ja Feder und Feder hat was mit Leichtigkeit zu tun. Für mich ist meine Arbeit, verbinde ich das mit Leichtigkeit und deswegen Feder, leichte Arbeit, quasi so Federwerk, ja, genau. Ja, ich glaube, für viele Menschen ist Telepathie mit Sicherheit keine leichte Arbeit. Die werden erst einmal sagen, was ist das überhaupt? Wie funktioniert das überhaupt? Natürlich wissen viele, die ja, spirituelle Kanäle verfolgen, sagen, ja, da war noch mal irgendwas mit Channeling. Da gibt es einige Damen, die sehr große, sage ich mal, Aufrufzahlen haben, die irgendwie die Zukunft reinchanneln oder was sich gerade in nächster Zeit so tut oder mit anderen Ebenen kommunizieren. Auch Medien nehmen natürlich diese Hellsinne her. Ist Telepathie sowas wie ein Hellsinn? Ja, eigentlich schon, aber Telepathie kann eigentlich jeder. Also, das ist nicht nur so, dass ich das jetzt wunder super toll kann, sondern jeder kann das eigentlich lernen. Das ist quasi eigentlich nur Sache der Übung. Das ist eigentlich wie so eine universelle Kommunikationsform, die jeder eigentlich in sich trägt. Kommt halt darauf an, wie weit man das ausbreitet und wie stark man sich darauf konzentriert und das übt eigentlich auch nur. Ja, Eileen, also vielleicht fragen dich viele, ja, wie kommt denn die Eileen dazu, telepathische Tierkommunikation zu machen? Was du genau im Speziellen magst, will man gerne besprechen. Da bist du überhaupt losgegangen mit dir, mit diesem Thema. Genau, also Wie ich aus heiterem war. Himmel über Nacht plötzlich erschienen oder wie ist das gelaufen? Ja, das war tatsächlich so, dass du damals ja eben auf dem Seminar warst, auf dem Telepathie-Seminar und hast dir das Ganze mal angeschaut. Und dann bist du heimgekommen und hast gesagt: Boah, da ist jemand dabei, die spricht mit ihrem Pferd. Und da ich ja selber zu dem Moment ein Pferd auch gehabt habe, hat mich das mega interessiert. Und das ist natürlich für ein junges Mädchen, ich glaube, ich war da irgendwie 14 oder so, ja, sehr interessant, wenn man da mit seinem eigenen Tier sprechen könnte. Und war das sehr neugierig und bin dann mal mitgefahren und dann habe ich mir das Ganze angeschaut und es hat super toll funktioniert. Das war so ein Wochenendseminar und das war eigentlich so der erste Kontakt mit dem ganzen Telepathie-Thema. Und genau, und jetzt habe ich eine Ausbildung dazu gemacht und mache das jetzt auch beruflich, weil mich das so stark interessiert und ich, ja, das gern mache. Ja, Eileen, wir leben ja hier in Niederbayern, du auch. Zwar nicht mehr zu Hause, aber man sieht eigene Wohnung. Und wenn Menschen fragen, was du magst, sagst du gar, hallo, ich bin die Eileen, ich spreche mit Tieren telepathisch oder die Leute sagen. Nicht so ganz, weil es trifft ja noch nicht vollständig auf, sage ich mal, Verständnis. Meistens kommt so eine Reaktion, okay, alles klar, wie du sprichst mit Tieren. Aber für Leute, die da ein bisschen in dem Jargon drin sind, ja, mit denen kann man da offen drüber reden und da kann man das auch gleich so sagen, ja, ich mache Telepathie, ich mache telepathische Tierkommunikation und dann können sich mittlerweile auch schon viele drunter was vorstellen tatsächlich. Ja, das denke ich mir auch. Ich kann mich gut an dieses Seminar erinnern, das wir damals gemacht haben. Da muss ich einmal der Lanze brechen für den Alfred Steiniger, der das ja nicht mehr macht, und die Steffi Steiniger, die das, glaube ich, immer noch ab und zu macht.
Das hat er sensationell aufbereitet. Er hat es aber damals nicht gemacht, um mit Tieren zu sprechen. Damals war eine andere Herangehensweise. Der wollte ja mit diesen nichtmenschlichen Intelligenzen kommunizieren und hat uns aufgezeigt, wie ja, Telepathie eigentlich erlernbar ist, dass man hier geistig eine Art Bühne aufbaut, dass man diese Bühne nutzt, weil wenn ich eine geistige Bühne aufbaue, zum Beispiel liege ich hier auf einer Wiese und der Telepathiepartner sieht oder liegt auf der Wiese, da kann er eben seine Informationen auf diese Bühne mit drauf projizieren und das ist natürlich schon spannend, ob das jetzt ein Klassenzimmer ist mit einer Tafel, wo ich irgendeine Frage draufschreibe und der Telepathiepartner eben die Antwort dazu schreibt oder ein Bild dazu macht oder einen Ton oder wie auch immer. So ungefähr in Kurzform ist es, das kann man lernen. Wir werden mit Sicherheit da vielleicht in nächster Zeit einmal einen ja, physischen Kurs geben, das machen wir nicht online. Und, aber Eileen, begonnen hat es, glaube ich, kann mir eine Geschichte erinnern an der Verwandtschaft, die das mitbekommen haben, dass du hier ja, eben telepathisch sehr begabt bist. Bei mir ist das leider nicht ganz so ausgeprägt, ich habe hier andere Informationen, aber ist egal. Aber du bist hier sensationell und das war eine Tante, die gesagt hat: Mensch, wir haben ein Meerschweinchen, aber wissen wir gar nicht, ist das Meerschweinchen schwanger? Kannst du das einmal machen? Und dann vergiss ich das nie, wie das abgelaufen ist. Erzähl uns einmal ein bisschen was davon, Eileen. Ja, genau, das war so der erste Kontakt wirklich, wo ich das dann auch privat so mal ausprobiert habe, so richtig und dann auch direkt eine Rückmeldung gekriegt habe. Und das war sehr überraschend, weil irgendwie ist dem Meerschweinchen nicht gut gegangen und keiner wusste, was mit dem wirklich los ist. Und die sind aber auch nicht so jetzt zum Tierarzt, so schlimm war es dann nicht. Und dann habe ich eben mit dem Meerschweinchen mal gesprochen und dann Also telepathisch, ne? telepathisch, genau. Dann hat die eben mal gemeint, so, ja, sie ist schon wirklich mit so einem dicken Bauch eigentlich auf mich zugekommen. Ich kannte jetzt das Meerschweinchen das auch nicht so persönlich, ich habe das vielleicht ein oder zweimal gesehen. Und es war auch schon länger her. Auf alle Fälle kam sie dann mit diesem dicken Bauch auf mich zu, meinte dann, ja, sie ist schwanger und sie hat circa 2 bis 3, eher 3 Jungen in sich. Und ob ich denn mal das Ganze fühlen will, wie sich das anfühlt, wenn man denn als schwangeres Meerschwein lebt. Und ich habe das dann tatsächlich auch, ja, wie soll man das beschreiben? Ich war dann in dem Meerschweinchen drin und habe das dann gefühlt, wie sie wirklich zu kämpfen hatte, weil das echt ein Gewicht war zu gehen und dass sie wirklich schwanger war. Und das wusste halt keiner und das habe ich dann meiner Tante mitgeteilt. Ja, also ich habe die Information bekommen, ein Meerschweinchen kriegt 3 Jungen und es ist schwanger. Deswegen geht es ihm gerade aktuell so mehr oder weniger schlecht, liegt viel rum und so und so. Ja, und dann stellte sich heraus, dass es wirklich schwanger war und 3 Jungen bekommen hat, ja. Also ein paar Wochen später, glaube ich, hat es dann Ja, gebärt. 2, 3 Wochen oder 2 Wochen ungefähr. Aber das Spannende dabei ist das, was du dir erzählt hast, dass du gesagt hast, okay, man kann mit seinem ja, oft Bewusstsein, das ja mit allem verbunden ist, tatsächlich rein in das Meerschweinchen, damit du eben sagst, Ja. okay, wie fühlt sich das an, ein schwangeres Meerschweinchen zu sein? Zu diesem Zeitpunkt hast du eigentlich erkannt, oh, da kommt tatsächlich ein Feedback und eine Rückmeldung, das ist immer nicht nur ein Bild, sondern tatsächlich irgendwo ja, richtige oder relevante Informationen sind. Und das Problem ist ja scheinbar bei dieser ganzen Telepathie-Geschichte, auch beim Channel, diesen Verstand aus diesem ganzen Thema herauszuhalten. Da haben wir ja damals bei diesem Telepathie-Seminar, da gibt es ja ganz tolle Übungen. Aber was auch spannend war, diese ersten Übungen, um Menschen, sage ich mal, überhaupt zu sagen, wie geht man denn an die Sache ran? Das war ja damals, glaube ich, kannst du dich erinnern, das waren mit Alufolie eingewickelte, glaube ich, eingewickeltes Gemüse, ne? Gemüse, ja, genau. Ja, das war damals an diesem Wochenende, wo der erste Kontakt war mit Telepathie. Und ihr habt das ganz toll gemacht. Ihr habt nämlich, damit du ein Gefühl dafür bekommst, ob das jetzt dein Verstand ist, der dir jetzt sagt, ja, das und das sagt jetzt das Tier oder der, was auch immer, mit was du kommunizierst, oder ob das wirklich Information ist, ist er hergegangen und hat Gemüse, also Tomaten, Gurken und so weiter, in Alufolie eingepackt und dann nur in der Schachtel oder so, damit du echt nicht von außen erkennen kannst, was das sein soll. Und jeder bekam ein Gemüse, quasi, ganz simpel. Und jeder musste dann im Kontakt mit dem Gemüse aufnehmen und dann her dadurch herausfinden, was es denn ist, ob es eine Gurke ist, Tomate und so und so. Und das hat eigentlich bei jedem funktioniert und das war dann ganz erstaunlich, weil man dann zum ersten Mal gemerkt hat, okay, das ist wirklich Information, weil du konntest es von außen nicht erraten, was das ist. Ja, das war, also es hat nicht unbedingt bei jedem gleich sofort geklappt. Die Ja. Informationen waren unterschiedlich stark. Also ich möchte ja jetzt extrem in den Himmel loben, weil sagt immer, der Vater lobt seine Tochter. Aber deine Fähigkeit damals innerhalb von 2 Stunden, das ist so, sage ich mal, du hast also die Gruppe weit überragt, was die Informationen betroffen hat.
Und die zweite Übung, glaube ich, war ja dann herauszufinden, zu sprechen mit dem, was hat die für Vorteile, nicht? Das Gemüse und so weiter, was hat die für Nährstoffe, keine Ahnung, für sonstige Informationen. Genau. Dann die Ausbildung noch dazu gemacht bei jemand, der auch Tierkommunikation macht. Und wie läuft das denn jetzt, Eileen? Wenn jemand, wer ruft dich an? Was für Informationen möchten die Menschen von dir mit ihren Tieren? Hauptsächlich Haustiere, oder? Ganz Tiere. unterschiedlich tatsächlich. Also ich hatte da schon ein Schaf. Also da ist eine Besitzerin Also von mir. scharf. Ja, ein Schaf. Die wollte einfach wissen, die hat auch so eine starke Verbindung mit dem Schaf gehabt. Und sie wollte mal wissen. Eine Person hat eine Verdienung zu einem Schaf gehabt. Hatte die das Haustier oder was? Ja, Nein. das war bei dir am Hof, das hat da Also. gelebt. Und in dem Stall. Und keine Ahnung, da war einfach die Verbindung stark und die war jeden Tag und hat es gestreichelt und keine Ahnung was. Und die wollte einfach wissen, wie es dem Schaf geht, ob sie alles richtig macht, ob sie sich wohlfühlt, ob sie noch mehr zu fressen braucht. Also so ganz teilweise auch simple Sachen, wo man sich vielleicht als Tierbesitzer unsicher ist und einfach nur wissen will, ob sie denn einfach mal Tier wohlfühlt bei mir. Sowas, so Leute kommen auf mich zu, aber auch eben ganz andere Fälle, wie zum Beispiel, ich habe ganz Ja, viele langsam, Tiere. kann man denn das verifizieren, wenn du dann, was kriegst du dann für Informationen? Ja, das Futter ist genug oder ich hätte gern mehr Nassfutter, mehr Trockenfutter, mehr, ich würde gerne öfter gefüttert werden oder was kommt denn da für Informationen dann? Ja, das kommt eben drauf an, aber meistens sagen die Tiere, ja, mir geht's super toll und beschreiben einfach auch von ihrer Sicht aus, das ist immer ganz spannend, die Verbindung zu den Menschen im Speziellen, also wie sie den Menschen sehen und ob Okay. da auch schon Verbindung teilweise über ein Leben davor besteht Ach. und warum sie sie getroffen haben. Und jedes Tier bringt eigentlich ja nur Aufgabe für den Besitzer mit und das teilen sie mir dann auch mit, was ich dann wieder weitergeben darf. Das heißt, Tiere suchen sich irgendwie den Begleiter mit aus, auch teilweise über Generationen hinaus. Okay. Aber gehen wir mal auf die klassischen Haustiere, weil Schafe haben sie wahrscheinlich nicht alle oder nicht so viele, aber sage ich mal, Katzen, Hunde und so weiter mit Sicherheit mehr. Die meisten Anfragen kommen mit Sicherheit über Hunden oder entlaufen. Du hast jetzt vor kurzem einen Fall gehabt, den habe ich am Rande mitbekommen, da ging es um eine laufende Katze. Der Fall, kannst du den kurz sagen, ohne dass wir Namen nennen, was war da los eigentlich mit dieser Genau, Katze? mir hat eine Dame angerufen und die hat gesagt, ihre Katze ist seit letztem Jahr Oktober verschwunden. Sie Also, das ist hatte. jetzt ein paar Wochen her, weil letztes Jahr hört es jetzt für Zuseher, die vielleicht die Sendung ansehen, in einem halben Jahr denken, ja, das ist ein ziemlich langer Zeitraum. Wir haben Nee. jetzt Ende Januar, ne? Genau. Ja, genau. Also so lange ist es noch nicht her. Genau. Und die hat mich angerufen und die hat da schon mit mehreren Tierkommunikatorinnen zusammengearbeitet und die haben ihren aber allen unterschiedlichen Informationen geliefert und einen Haufen Geld verlangt und am Schluss haben sie gesagt, ja, sie wollen jetzt da gar keinen Kontakt mehr halten und haben sie dann irgendwie einfach blockiert und sie hat sich aber doch nochmal getraut, sie jemanden da zu öffnen, weil sie einfach das Gefühl hatte, die Katze lebt noch und da ist irgendwie mehr und die kann wieder nach Hause kommen. Und als sie mir dann erzählt hat von dem Tag, also an welchem Tag die Katze abgehauen ist, habe ich sie dann gefragt, ja, war irgendwas an diesem Tag? Weil ich habe halt schon im Gespräch ein Gefühl dafür, ob das irgendwie, ob da was war zum Beispiel oder eine gewisse Vorahnung einfach. Und dann hat Also sie mir. du hast gespürt, an diesem besonderen Tag muss irgendetwas Genau. Besonderes vorgefallen sein, warum die Katze weggelaufen ist. Ja, genau. Und habe sie dann nur mal speziell gefragt, wenn sie mir das mitteilen will, was denn genau an diesem Tag passiert ist. Und genau, das war recht spannend, weil sie hatte nämlich einen, ja, sagen wir mal, Choleriker als Ex-Mann jetzt mittlerweile. Und an diesem Tag ist eben alles eskaliert und ihr hat auch die Katzen mit in das Streitgespräch mit einbezogen. Und sagen wir jetzt mal ganz allgemein. Und genau, und aufgrund dieser Eskalation und diesen Streits ist diese Katze abgehauen. Also das war quasi einfach der Auslöser dafür und ist seitdem her auch nicht mehr gekommen. Und hat mich halt dann gebeten. Genau, und sie hat dann mich gebeten, eben, ob ich noch mal Kontakt aufnehmen kann, ob sie denn noch lebt oder nicht und warum sie noch nicht heimgekommen ist. Ja. Was ist denn Das dabei war das. rausgekommen jetzt? Genau, das war recht spannend. Also, ich habe dann mit der Katze kommuniziert und die hat auch gesagt, na, ihr geht's gut und sie lebt da noch, sie ist auch im Umkreis noch. Und sie hat mir das dann auch bestätigt, dass dieser Tag der ausschlaggebende Punkt war, einfach weil sie als Katze das nicht mit an mehr, also nicht mehr mit anschauen konnte, wie der Mann mit ihr umgegangen ist.
Und das ist so der Knackpunkt war, wo sie gesagt hat, okay, jetzt reicht's, ich muss hier raus, ich halte es nicht mehr aus, ich kann es nicht mehr anschauen. Und ist dann quasi auf Flucht gegangen, hat aber auch eine ganz spezielle Verbindung zu der Besitzerin und es hat ihr das Herz gebrochen, als ich dann gesagt habe, ja, ich komme von der und der Besitzerin, sie schickt mich, um mit dir zu sprechen. Das ist immer so der Einstieg, damit die Tiere auch wissen, wer ich jetzt bin und woher ich jetzt komme. Ja, genau. Genau, und dann hat sie auch direkt angefangen zu weinen und sie hatte so Schuldgefühle, weil sie einfach spurlos verschwunden war. Damit auch, ja, sie war, ist ihr, sie hat so ein schlechtes Gewissen. Und deswegen ist sie bis jetzt nicht heimgekommen, weil sie so Schuldgefühle hatte auch, ja. Also du sagst, angefangen zu weinen. In der Regel weinen ja Tiere Ja. nicht. Da ist mir das. Aber haben die schon Genau. Traurigkeit? Also natürlich kann ich Ja, jetzt ja. weinen, aber. Ja, das. In der Art von Verbindung bekommst du da früh Emotionen, also ich spüre dann die Emotion von dem Tier und das war in dem Sinne Trauer und genau deswegen habe ich das so interpretiert, dass Okay. die Katze weint, ja. Ist die Katze denn jetzt mittlerweile zurück oder weiß man das noch nicht? Sie ist noch nicht zurück, die Kommunikation war gestern. Ich Okay. gebe dir jetzt ein, zwei Tage noch, aber ich denke ja, dass sie wieder zurückkehrt. Weil sie hat Also gesagt, sie da kommt wieder nach Hause, ja. hat es gesagt. Ja, Also genau. da werden wir danach mit Sicherheit noch mehr Sendung machen, eine Special-Sendung, wenn die Katze wieder zu Hause ist. Vielleicht auch dann ja, den Dankesbrief oder wie auch immer vorlesen, ist dann die Besitzerin hier kommuniziert. Also du bekommst, ich krieg das ja wirklich am Rande immer wieder mit, weil du uns ja natürlich zu Hause immer wieder besuchst, wenn dich die Menschen anschreiben, die ja, sich bei dir bedanken für die Kommunikation. Ich kann mich erinnern, auch eine Dame, die ja gar nicht zugetraut hätte, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine weitschichtige Bekannte von uns, Ja, die das genau. mitbekommen hat, dass du das magst und da ging es um einen Hund. Kannst du da mal ein bisschen in die Details reingehen, was da los war? Ja, das ist eine recht spannende Geschichte. Die hatten schon oder die haben schon drei Hunde. Und sie war immer beim Friseur bei der gleichen Person. Und irgendwann meinte die Dame, ja, sie haben dann Hund abzugeben. Es ist kleinere Rasse, ob sie denn noch einen Hund nehmen würde. Du den drei dazu. Zu den drei, was sie schon hatte. Ja, okay. Sie ist sehr tierlieb und sehr offen dafür. Hat gesagt, gut, ich nehme den Hund, wenn den sonst keiner will. Ich nehme den zu mir mit auf. Was spannend war, dass der Mann von ihr eigentlich dagegen war, weil der gesagt hat, wir haben schon drei Hunde, was willst du jetzt mit einem vierten Hund? Ja, sie hat da ihren Kopf ein bisschen durchgesetzt und gesagt, nein, wir nehmen den Hund jetzt mit auf. Gut, sie hat jetzt nicht viel über den Hund gewusst. Weder jetzt das Alter so richtig, glaube ich, noch irgendwie, wie er jetzt so drauf ist oder so. Sie hat den Hund dann einfach aufgenommen und was spannend war, war, als in dem Moment, als der Hund die Haustüre betreten hat und den Mann von ihr gesehen hat, ist der wirklich straight auf den Mann zugelaufen, in seinen Schoß und ihm ist eine Träne über die Backe gelaufen. Und seitdem sind die unzertrennlich. Also für den Mann ist, glaube ich, die Liebe größer, also zu dem Hund als wie zur Frau, hat sie teilweise gemeint. Der lässt ihn keinen Meter irgendwie aus dem Auge oder sonst irgendwas. Also die zwei sind wirklich unzertrennlich. Und dann kam sie zu uns und meinte, ja, der hat jetzt seinen Geburtstag und ich habe gehört, was du machst. Und es wäre ja schön, wenn du ihn denn mal fragen würdest, warum die Verbindung zwischen den zwei so stark ist, wie er denn ihren Mann aus seiner Sicht sieht, einfach als Geburtstagsgeschenk quasi, eine Kommunikation vom Hund seiner Sicht. Also Genau diese das. Kommunikation solltest du aufzeichnen und die möchte diese Frau praktisch ihrem Mann Genau. schenken und sagt, schau, das ist das, was der Hund über dich denkt. Ja, genau. So. Okay. Ich schreibe das ja alles immer mit, das ist wie ein Dialog. Die Leute bekommen das dann schriftlich einfach. Wir können dann gerne nochmal telefonieren und so. Auf alle Fälle, als der Mann ist vom Charakter her, um das kurz zu beschreiben, eher kühl. Also er lässt jetzt Emotionen jetzt nicht so raus. Und das hat sie selber gesagt. Das hat mir der Hund auch bestätigt. Ich kenne den Mann jetzt nicht so. Auf alle Fälle, als er die Kommunikation gelesen hat, hat er selber weinen müssen, weil wirklich eins zu eins alles gestimmt hat. Ich habe den Hund, weder den Hund gekannt, nur den Mann gekannt. Ich wusste jetzt nicht, wie stark die Verbindung ist, außer von den Erzählungen von der Frau vielleicht, ja. Waren da Und irgendwie spezielle Details drin, wo der Mann sagt, nein, das ist eigentlich etwas, das nur ich weiß, weil ich das denke, aber wieso weiß ich es genau, denn? eben über seinen Charakter, dass er eben die, wie hat er gesagt, harte Schale, weicher Kern. Und im Inneren hat er ganz ein weiches Herz und also der Hund darf quasi in ihn reinschauen und die haben ganz spezielle, also so ganz kleine Details, was ich über den Mann gar nicht wissen konnte, weil ich den nicht kenne. Und das Spannende war, dass dieser Hund
jeden gebissen hat, außer dem Mann und seine Frau. Also auch die Kinder, fremde Leute, ihn durfte keiner streicheln, ihn durfte keiner im Schlaf anfassen und er hat Angst vor Treppen, extreme Angst vor Treppen gehabt. Also er ist im Haus nicht die Treppe gestiegen. Und der Hund kam eben von der Friseurin von der und die haben sie gut verstanden und die wusste jetzt auch nicht, warum der Hund jetzt da so Probleme hat auf einmal. Und dann haben wir eine zweite Kommunikation gemacht, genau zu dem Thema. Und Am genau, dann hat Beispiel, mir der, genau. ja, genau. Und dann hat mir der Hund eben, ja, das war wie so eine Filmsequenz gezeigt, warum er denn Angst vor Treppen hat. Er ist tatsächlich dann von den Vorbesitzern von der Treppe geschmissen worden, mit dem Fuß getreten worden. Er war einfach bissig, weil er keinem mehr vertraut hat, weil er wirklich schlecht behandelt worden ist. Er hat mir zum Beispiel, was spannend war, auch geschildert, dass er schon gemerkt hatte, dass die ihn hergeben wollen. Also er hat Aha, gemerkt, okay. er bekommt keine Aufmerksamkeit mehr, keiner spielt mehr mit ihm und jetzt ist wahrscheinlich seine Zeit zu gehen. Und dann kam er zu Steffi, genau, also ja, zu der Dame. Ja, spannende Geschichte, Eileen. Hast du denn auch schon mal Kommunikation mit deinem Ungewöhnlichen, also Pferd, glaube ich, hast du auch schon, oder mit deinem eigenen Pferd, klar. Aber gibt es denn irgendwie andere Pferdebesitzer, weil die Pferde sind ja sehr hochwertige und sehr teure Tiere und die werden natürlich auch gern, sage ich mal, ja, vielleicht nicht so durchschaut wie ein Hund, weil den hat man ja nicht im Wohnzimmer. Gibt es denn hier Kommunikationsformen, die, oder sind Pferde anders zu, mit denen zu umzugehen, als wie mit einem Hund oder einer Katze? Prinzipiell nicht. Allerdings sind halt Pferde sehr sensibel und sehr intelligent. Also alle Tiere, aber die sind immer mehr intelligent wie alle anderen, wenn man das jetzt mal so als Alleinmerkmal darstellen will. Also wir Und unterschätzen die Tiere quasi als dumme, ja. sag ich mal, instinktiv steuergesteuerte, sag ich, Bio-Wesen, irgend sowas, Ja. ne? Also die Tiere sehen uns aus einer ganz anderen Sicht. Sie checken alles. Sie checken, wie wir drauf sind, was unsere Themen sind, was unsere Vergangenheit ist, wie die Okay. Familiensituation ist. Teilweise eben schon über frühere Leben miteinander verknüpft. Die wissen das alles und die sind sehr, sehr sensibel, sehr spürig. Also ja, wir unterschätzen das echt. Geht es auch mit, ja klar, Meerschweinchen haben wir schon gehabt, geht es auch mit Schildkröten oder keine Ahnung, Krokodile oder Schlangen, keine Ahnung, gibt es denn irgendwie eine, oder mit Ameisen, ich weiß nicht, was Menschen als Haustiere haben. Was ist denn die schrägste Kommunikation bisher gewesen, die du hattest oder die seltsamste? Ja, das war eigentlich tatsächlich mit dem Schaf. Das hatte ich so noch nicht. Wie lange dauert so eine Kommunikation? Eine halbe Stunde, Stunde musst du dann eben in diesen Zustand kommen, damit du mit diesen, du Ja. brauchst, glaube ich, soweit ich weiß, ein Gesicht. Oder Genau, ein also Foto von diesem Tier. Ich weiß, eine Kommunikation, da war irgendwas mit einem Hahn, oder? Der immer zu einer ah bestimmten ja. Stunde zu ja, gekräht hat und der Besitzer sagt dann kurz, wenn ich kann nicht mehr schlafen, weil der schon um 6 Uhr früh hier zum Krähen anfängt. Genau, und dann habe ich auch mit dem Hahn gesprochen und gesagt, ja, da gibt es jemanden, der wohnt in deiner Nähe und dem stört es ein bisschen, wenn du da jeden Tag um 6 Uhr früh hier Lärm machst. Und dann hat er gemeint, ja, das versteht er auch und es tut ihm auch wirklich leid, aber es ist sehr schwierig, weil die passen nämlich den Rhythmus, wann die krähen, der Sonne an. Also die wissen instinktiv, wenn die Sonne den gewissen Stand hat, dann fangen die zum Krähen an. Und das ist einfach Naturinstinkt und den kann man jetzt nicht so einfach abschalten, nur weil es jetzt irgendwie Aha, jemand also da stört. sind Programme, die selbst so ein Hahn, der versteht nicht so, dass den anderen das stört, aber er abschalten Ja. kann es dann nicht. Okay. Spannend, oder? Genau. Auf alle Also. Fälle, ja, wie das jetzt abläuft, nur weil du mich gefragt hast, ist es so, ich brauche nur eigentlich ein Bild von dem Tier, wo man eigentlich die Augen gut sieht, weil da steht immer so die Verbindung her. Und dann fühle ich mich in das Tier einfach durch das Bild rein und schreibe meine ersten Eindrücke über den Charakter vom Tier auf. Und dann mache ich mit dem eine Kommunikation, dauert halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, wie viele Fragen der Besitzer hat. Und klappe halt dann die Fragen ab und genau, schreibt es dann alles zusammen, PDF, und dann bekommt es der Besitzer von mir geschickt. Genau, also wenn es eine Nachfrage gibt, gibt es ja vielleicht noch mehr Kommunikation. Genau, ja. Eileen, das glaube ich war ein sehr interessantes erstes Gespräch. Genau. Wie findet man dich? Hast du Webseite? Genau, über Webseite unter Maya Eileen zum Beispiel. Also Maya minus Eileen, glaube ich, oder? Eileen schreibt man mit EYLEEN, Ja, oder? genau, maya-eileen.de. Okay. Ja, genau. Oder auf Instagram zum Beispiel. Ah, maya-eileen. Ja, ein. Und aus Erfahrungsbereichen weiß ich, du bist bezahlbar. Also ich habe ja gesehen, da gibt es ja Ja. welche, die haben da enorme Preise. Ja, Aileen, sensationell. Wenn jemand eine andere telepathische Kommunikation will, sage ich jetzt mal, vielleicht zu irgendeiner nichtmenschlichen Intelligenz, machst du das auch oder eher nicht?
Könnte ich auch machen, ja, muss man dann Da schauen, kommt ja was noch mal was, der oder? Fall ist, ja, genau. Da sprechen wir da noch mal in einem anderen Gespräch. Aline, ich denke, wir haben hier mal einen ersten Einblick in deine Arbeit gegeben. Danke für das Gespräch und danke, liebe Zuseher. Das war spirituelle Sprechstunde. Bis demnächst. Morgen Abend übrigens ist die nächste Wurzelheimer-Sendung.